Boss and Words, Ladies and Gentlemen. Ich darf heute Abend das Intro machen für den Grillkanal. Bin zu Hause bei dem Count, denn eigentlich war für heute Abend ein Grillabend angesetzt, aber dann kam das Wetterereignis dazwischen. Also fällt das aus. Wir improvisieren jetzt. Ich war kurz vor dem Count hier in seiner Hut. Der Count ist immer sehr zuverlässig. Der Count hält immer sein Wort. Der Count sagt, wenn er pünktlich ist, ist er pünktlich. Er war nicht pünktlich. Also ich wartete im Auto. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich zeige euch jetzt mal was. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Count klingelt mit 10 Minuten Verspätung. Und was hält er im Arm? Ein zitterndes, durchgefrorenes, aufgeweichtes, desolat, desorientiertes und traumatisiertes Frischling-Baby. Kann ich euch das mal zeigen? Es hat hier die schönen Streifen. Und jetzt ist es gerade, erholt sich es gerade. Es hat schon Milch bekommen. Und hier ist er, der Count. Ja. Wie war das? Wie war das? Erzähl mal, was ist passiert? Warum sehen wir dich nicht grillen heute Abend? Ich war sehr spät. Ich musste lange arbeiten. Mein Chef hat mich nicht weggelassen. Dann bin ich in aller Eile heimgefahren. Es war schlechtes Wetter. Es hat geblitzt, gedonnert und so weiter. Und kurz bevor ich hier heimgekommen bin, auf der Straße, stand dieses kleine Wildschwein. Ich bin stehen geblieben und wollte aussteigen. Da kam mir schon einer entgegen mit dem Auto und ist drüber gefahren, aber mittig mit dem Auto zum Glück. Der hat nicht gebremst. Dann bin ich rausgesprungen, weil das lief im Kreis und war plitschenass. Und hat auch mit einem Bein so ein bisschen gehinkt. Also habe ich es genommen, weil nirgendwo war die Sau zu sehen. Ich habe natürlich erst geguckt, aber da war nichts da. Und dann habe ich sie ins Auto geladen und habe sie mitgenommen. Und jetzt liegt sie hier auf meinem Kopfkissen. Und ich hoffe, dass sie vielleicht sich wieder aufrappelt, das kleine Schweinchen. Aber sieht nicht ganz so gut aus. Das macht mich ein bisschen traurig. Wir versuchen den Frischling zu retten. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt in den Wildpark nach Lich zur Aufzuchtstation oder er bleibt hier und bis zum Grillgewicht. Bis zum Grillgewicht. Ich will mal gucken, wie viel es wiegt. Unterdessen herrscht auch hier dennoch kein Mangel. Ich wurde hier schon wieder fürstlich bekatert. Das ist einfach so. Beim Count wird niemand hungern. Richtig. Und wie sich das gehört für so eine kalte Platte, die habe ich natürlich nicht zubereitet. Das hat meine Frau gemacht. Die jetzt hier leider nicht zu sehen ist im Bilde. Und dazu wird gereicht köstlicher Wein. Und zwar eher aus dem anderen Teil der Erdkugel aus Neuseeland, damit wir unser Hobby ist, einen möglichst großen CO2-Abdruck zu hinterlassen. In diesem Sinne passt das alles und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal, wenn Count wieder sagt. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet fürs nächste Video. Wir haben wirklich was vorbereitet. Es wird sehr lustig. Und das wird sehr spannend, sehr lustig. Es werden ein paar Gäste kommen. Nette Gäste. VIPs auch, oder? VIPs auch, ja. Arne ist schon VIP. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, wir haben da was vorbereitet. Der Kamerad Volci, der hat da sich was einfallen lassen. Und das gibt schon mal ein lustiges Intro beim nächsten Mal. Wir bleiben gespannt. Richtig. Bis dahin lassen wir uns die Hammelburger Wurstplatte hier auf der Zunge zergehen. Ich bin ja in dem Fall eher auf der Cheese-Fraktion, aber alles ist gut. Wurst ist das, was der Count braucht. Oder Grillfleisch.